kennst du die Stars? Drauf geschissen, ihr habt euch echt den Arsch aufgerissen. Wir haben jetzt so, hallo. Willkommen zu einer, wie versprochen, Folge, weiteren Folge von Sexist TV. Ihr habt ja schon meinen Genie Diferti gesehen da drüben. Und das ist jetzt auch meine Eintrittskarte. Hier, eine sogenannte Dauerkarte, ja. Die berechtigt mich jetzt innerhalb der nächsten drei Tage hier auf diese Messe zu gehen. Wir haben auch extra für mich den roten Teppich ausgefahren. Ich freue mich natürlich umso mehr. Das ist auch ein schönes Gefühl, auf dem roten Teppich zu stehen. Ja? Hast du den roten Teppich? Siehst du den? Sehr schön. So. Also diese Karte berechtigt mich jetzt, die nächsten drei Tage reinzugehen und irgendwann wieder rauszugehen. Aber ich darf nicht rein und rausgehen. Was natürlich sehr ärgerlich ist für mich, weil eventuell hätte ich mir natürlich noch was im Auto gehört oder sonst irgendwas. Aber ziehen wir den Scheiß jetzt einfach durch. Ab und. Ja, also schon der nächste. Welche Halle? Welche Halle? Kein Gesicht zeigen. Ja, der Junge ist schon fotografiert worden in den letzten Tagen. Nee, wie welche Halle? Nee, welche Halle? Wo seid ihr? Ihr habt doch einen Stand, oder? Gegen G? Nee? Ja, gegen G, zwei Halle. Ja, wir machen gerade für meinen YouTube-Kanal einen Beitrag. Georg, ich hätte es natürlich schön gefunden, wenn wir dich hätten das auch noch mal so kurz gesehen. Das können so. Wir morgen machen, zusammen mit meiner Frau. Da, haben wir wenigstens jemanden, der gut aussieht. Ja, das ist doch schön. Aber wir müssen ja auch irgendwo ein bisschen von den anderen abfernen, von dem Glanz. Machen wir morgen. Die wartet nämlich auf mich. Wir gehen jetzt ins Hotel in die Sauna. Ja, das geht Spaß. Bitte. Sehen wir uns morgen? Ja. Ja, morgen bin ich wieder hier.
das waren jetzt wieder aufregende Stunden auf der Venus. Ich bin eigentlich noch völlig fertig. Wirrkoch. Ja? Weil es ist immer super anstrengend, man kommt an. Ja, dann erstmal 20.000 Leute begrüßen, ist normalerweise natürlich nicht so. Ja? Wenn man irgendwo eine Messe geht, dann kennt man nicht die halbe Truppe. Aber in meiner Situation, in meinem Dasein, ja. So, noch einen ganz besonderen Gast habe ich vorgestellt. Ein persönliches Interview widme ich heute, meiner zukünftigen Ehefrau, der Mutter meines Kindes. Ja, und würde nur festhalten an dieser Stelle, natürlich auch ein Pornodarsteller kann lieben. Und er kann auch eine einzige Frau lieben. Man in diesem Fall nicht sieht. Das ja? Bin ich. Das ist absolut richtig so. Ja, und man sieht, es lohnt sich auch, eine Frau nur zu nehmen. Ja, so ist es nicht. Das hast du schön gesagt. Ja. Oh. Ja. So, in dem Sinne, für euch, SexistivTV und für alle Pärchen, gute Nacht. Kennst du die Stars? Drauf geschissen. Ihr habt euch echt den Arsch aufgerissen.